weiß nicht, ob man warten kann auf den richtigen Job. Weil man muss ja leben. Und man braucht ja, um leben zu können, auch für sich eine materielle Grundlage und eine Sicherheit. Möglicherweise muss man eine ganze Zeit lang tätig sein, ohne den richtigen Job zu haben. Aber es lohnt sich, darauf aus zu sein, den richtigen Job zu haben. Also, es kann ja eine ganze Phase im Leben geben, wo man einfach nur überbrückt. Aber ich bin der Meinung, dass die richtige Arbeit, also die für die jeweilige Person richtige Arbeit, lebensnotwendig ist. Weil in die Arbeit investiere ich ja meine körperliche und psychische Kraft. Und die Arbeit hat so eine hohe Bedeutung für mich. Und deswegen denke ich, ist es richtig zu gucken, ist die Arbeit, die ich mache, die Arbeit, die ich machen will. Also ich glaube, ich muss darauf achten, oder ich kann darauf achten, ob meine Stärken und meine Lust sich in dem, was ich als Arbeit mache, ausspielen. Oder ob ich eine Arbeit mache, in der ich nur notgedrungen bin. Also ich muss auf meine Lust und auf meine Stärken achten und die einbringen. Damit ich nicht ausweichen muss und dass ich mir ein Ersatzleben schaffen muss neben meiner Arbeit.